Hallo, wir sind im Freizeitpark Plon, also noch nicht ganz. Es erinnert uns voll an Efteling, haben wir jetzt schon richtig Spaß dran. Einmal Wildwasserbahn direkt am Eingang gefahren und der Mann ist nass. Und jetzt die große Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Vielerorts nordischer Schick gemischt mit asiatischer Kunst. Es ist wirklich sehr gelungen, was jetzt hier so der erste Eindruck zeigt. Ja, hübsch. Da ist das, was ich meine mit nordischer Schick plus asiatische Kunst. Genial, Plony sechselt, wie cool ist das denn? Erinnert mich ja an den Langhals im Efteling und die Tastatur haben wir im Europapark auch. Also ich muss mich korrigieren, wie im Hansapark, nicht wie im Europapark. Verdammt, der hat uns angespritzt. Robert, schau mal! Ich bin voll im Nacken! Schau mal, guck mal an die Viechern! Ich wurde voll im Nacken! Ab durch die Mitte zum Forellenhof. Also so leer teilweise, dass man denkt, dass nichts los ist, also dass Geschäfte zu sind. Aber es stimmt gar nicht, es ist trotzdem auf. Es ist immer so ein zwiegespaltenes Schwert zwischen wir freuen uns, dass nichts los ist und es ist so wenig los, dass nichts los ist. Sieht aus wie der Vater bei der Eheanbahnung. Oder wie Frau Holly das Kissen fallen lassen hat. Und so mussten die Söhne in die Fremde und es erlernte jeder ein Handwerk. Dass sie ihren Meister viel Freude hatten. Was macht ihr da? Wenn ihr meinem Kanal schon länger folgt, wisst ihr, dass ich so eine kleine Affinität zu solchen Tronic-Figuren habe. Ich liebe einfach diese Liebe zum Detail und diese leicht gruselige Atmosphäre, die diese alten Szenen halt darstellen. Das ist einfach göttlich und die trifft genau meinen Geschmack. Total creepy, was macht der Typ da auf dem Boden? Ich verstehe es nicht, aber es ist so lustig und gleichzeitig so gruselig und einfach toll. Oh mein Gott, ich hätte fast eine Szene verpasst. Oh, die ist ja richtig neu. Goldspinne. Da auch Könige nie genug Gold haben, ließ er des Müllers Tochter im Schloss liegen, sperrte sie in eine Kammer mit Stroh und wollte... Ja, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, die ist mir fast zu modern. Sieht natürlich super schön aus, aber... Das Gruselige fehlt. Noch ein paar Arche Opterix. Eine Floßfahrt auf Dinosaurierland zu trimmen, ist ja wohl meine richtig geile Idee. Ich liebe es, es ist total schön. Mein Boot fährt. Da war ein Adler. Da müssen wir hinfahren. Was? Wir sind hinter. Max sagt gerade, mit Märchenparkgeschichten kann man echt nichts mehr reißen. Das stimmt gar nicht. Schaut mal, wie schön. Aber ganz modern, oh, trotzdem schön. Guck mal, wie hübsch sein Cape ist. Und wie schön der Stoff vom König ist. Oh.
Der ist ja wohl richtig cool. Ja. Ah, nächste Attraktion. Na, los geht's. Komm doch an mein Häuschen. Habe für groß und klein leckere Süßigkeiten. Fein. Auch neu gemacht. Schön. Cool, also das Schlimmste ist echt wirklich die Drehung, bevor man runterfällt und dann nochmal einmal eine Schraube mittendrin, ansonsten ist es eigentlich ganz soft, empfinde ich. Mit deiner ganzen Karawane an Pferden hier. Also bei den Kinderattraktionen sind wir im Moment allein. Hier ist nicht viel los. Nur fliegen. Ist nur fliegen. Mama, hier passiert ja nichts. Alter Achterbahn-Junkie. Hier Sensor und wir fahren. Kennt ihr den spezifischen Geruch von Märchenbrunnen? Den gibt's hier. Voll Kindheitserinnerung. Und viel Spaß! Da steht's Mutprobe. Ja. Und weiter geht's. Das ist cool. Da ist noch mal eins. Das Erreichte auf Ziel setzen. Bleibe deinen Zielen treu. Ist wirklich schön, macht Spaß. Vor allem, wenn ihr hinten sitzt, bekommt ihr diesen Schleudereffekt noch ein bisschen besser mit. Aber sie ruckelt auch jede einzelne Hirnzelle durch. Wie es halt so ist mit einer Holzachterbahn, ne?
Wir sind hier im Ponydorf, das ist irgendwie nochmal ein abgeschlossener Teil. Hier gibt es echt noch ein paar schöne Ecken zu sehen. Auf zu Plonis Tauchfahrt. Kuckuck, Jungs! Oh mein Gott, ich liebe solche Rides! Es ist montags 15 Uhr im Freizeitpark Plon und ich nehme mal schwer an, die meisten Klassen sind jetzt schon verschwunden, vereinzelt sind noch Gruppen unterwegs. Es ist auf jeden Fall echt leer hier. Da oben stehen sie doch. Und Remy? Passt. Gut, dann los rein in Minibar. Komm, Remy. Der kleine Mann und ich, wir fahren nochmal Minibar, weil das war wirklich schön. Einmal fährt die Bahn langsam durch das Abenteuer und dann fährt sie zweimal schnell im Achterbahnmodus durch. Jetzt ist dunkel. Auf dem Weg zu den sprechenden Bäumen verabschieden wir uns von euch. Ein kurzes Fazit, er hat uns echt sehr überrascht, der Freizeitpark Plon. Viel, viel besser als erwartet. Viel größer, viel mehr Attraktionen. Schön gemacht. Absolute Top-Empfehlung, vorbeizukommen. Das Einzige, was wir dachten, was vielleicht fehlt, ist Musik. So Musik im ganzen Park, so wie hier.